I remember the day when we started talking. We were kids and I knocked down all of your marbles, but you did not seem to mind at all. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you said was, listen, hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch mein Dachzelt vorstellen. Einige von euch haben das zugestimmt. Sie möchten gerne wissen, was für ein Dachzelt ich habe und was ich damit vor allem alles vorhabe. Klar, in erster Linie da drinnen zu schlafen. Aber ja, mit diesem Dachzelt möchte ich wirklich auch mal übers verlängerte Wochenende irgendwo in die Berge oder in die Natur fahren, ein paar Wanderungen machen, Drohnenflüge machen vor allem, Fotografien und die natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal präsentieren. So ein Dachzelt macht einen sehr, sehr unabhängig. Man ist mobiler und muss sich auch überhaupt keinen Kopf machen, wo werde ich heute Abend übernachten. Man kann sich so hier so eine Grillhütte oder irgendetwas aussuchen und kann eigentlich dort schon eben sein Dachzelt aufbauen und praktisch übernachten. Und so ist es mir jetzt gerade auch passiert. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz das Dachzelt aufmachen, mein Bettzeugs reinlegen und ein bisschen lüften, weil es noch ziemlich nach neu riecht und das eben bei den Übernachtungen vielleicht unangenehm sein könnte. Und hier bei diesen ganzen Naturgeräuschen, Vögel zwitschern, ja, vorhin hat es auch ein bisschen geregnet, ja, das war auch alles so sehr beruhigend. Da bin ich ja 1,5 Stunden im Dachzelt eingeschlafen und habe super geschlafen. Und mittags ist eigentlich so Einschlafen gar nicht mein Ding. Und das habe ich hier im Dachzelt wirklich gerade eben genossen. Ich würde erstmal sagen, was für eine Marke ich habe. Das ist ein Auslaufmodell von der Firma Fjordsen und heißt RT202. Das ist die L-Version, also praktisch L für Large, groß. Hier können ohne weiteres 3 Personen, erwachsene Personen, praktisch schlafen. Platz genug wäre es. Also ich habe es, glaube ich, auf 1,90 Meter, auf 2 Meter, eine riesengroße Matratze drin. Die ist 8 cm dick und wirklich ausreichend. Also für mich ist es ausreichend. Besser wie jetzt, sage ich mal, auf normalem Boden mit dem Zelt zu schlafen. Ja, ich werde euch jetzt einfach mal hier das Dachzelt von außen ein bisschen zeigen und nachher gehe ich mit der Kamera gerne mal rein und zeige euch das Dachzelt von innen. Links und rechts ist so eine Tasche und ja, hier kann man einfach die Schuhe reinmachen, die man vielleicht eben am nächsten Tag wieder anziehen möchte und dann die hier wieder verstauen, was sehr praktisch ist. Da muss man nicht mit den Schuhen ins Bett gehen und die haben wir eben einmal links und einmal rechts. Eben einmal rechts und einmal links, jeweils Taschen für die Schuhe. An den Seiten haben wir so 3 stabile Rohre, die dazu sorgen, dass eben das Dachzelt auch bei Wind stabil bleibt und ja nicht in sich zusammenkracht oder diverses. Eben von hier sieht ihr das ja auch, das ist das Gleiche. Und hier seht ihr einfach, dass ich Dachträger von der Firma Thule gekauft habe. Da ist 1 bis 100 Kilo und 2 Stangen praktisch 200 Kilo und wir haben 4 Punkte.
wo sich das Gewicht ein bisschen verteilt. Also wir haben hier genug Gewicht, Entlastung für, ja, wenn wir da drinnen liegen, zu zweit oder maximal eben zu dritt. Jetzt gehen wir mal hoch ins Dachzelt rein und ich zeige euch mal, wie es von innen aussieht. Wir haben links und rechts so ein Fenster mit Fliegengitter, wo man nachts auch offen lassen kann, wenn das Wetter schön genug ist, um gut zu lüften. Da auf der linken Seite seht ihr so eine Tasche für Tablets, iPhone, Autoschlüssel oder vielleicht auch für ein Candle irgendwie. Da oben haben wir einen Haken, vielleicht kann man das nutzen für ein Licht. Ich habe genug Lichter und hier eben dieses große Fenster hat auch eben ein Fliegengitter und kann man auch zumachen, klar. Aber hier diese Aussicht, wie ihr sehen könnt, Wahnsinn. Und stellt euch mal vor, das könnt ihr irgendwo in den Bergen machen oder irgendwo am See. Ist also wirklich genial. Und wie gesagt, von dem Fenster habe ich links und rechts eins. Wenn man komplett alles aufmacht, hat man eine gute Sicht und einen guten Durchzug hier oben. Selbst wenn das Zelt dann im Dach ist, ja, ist es so, dass man hier nie zu warm hat. Auf der Seite seht ihr es, wie es aussieht, wenn es zu ist. Komplett zu. Und da oben eben nochmal einen Haken. Kann man irgendwas hinhängen, wenn man möchte. Oder halt auch einfach, ja, auch wieder ein Licht. Ja, das zu innen. Also ist es nicht so, ja, übertrieben Luxus oder so drin. Es ist funktionell und absolut groß. Also ihr müsst mal sehen, ich habe ein bisschen meine Füße oben, aber hier kann man, ich lege mich mal richtig hin, ohne Schuhe. Normal macht man das ja nicht mit Schuhen. Die Schuhe mal kurz ausziehen. Also wenn ich bin jetzt mit meinem Kopf komplett oben und ihr seht, bei 1,70 Meter ist noch viel Platz. Also hier kann man wirklich locker zu zweit bei, ja, sag ich mal, wenn es bei Not sogar zu dritt, ja, sich reinlegen. Ja, ich hoffe, das war so ein bisschen, ja, für euch ersichtlich, wie es da drin aussieht. Ist super gemütlich, auch mit dieser Matratze. Wie gesagt, ich habe jetzt schon circa 1,5 Stunden drin schon geschlafen. Ein paar technische Daten. Das Dachzelt selber ist ein Auslaufmodell und ist halt auch relativ schwierig, also schwer. 65 Kilo. Mein Dacia Duster hat 70 Kilo Dachlast, also es passt. Ich hätte noch 5 Kilo Gewicht. Jetzt sind wahrscheinlich einige von euch irritiert, weil ich wiege ein bisschen mehr wie 5 Kilo. Das ist einfach so, Dachlast wird von Hersteller angegeben während der Fahrt, wegen den Fliehkräften. Wenn ein Auto steht und ihr auf dem Dach von einem Auto seid, kann dieses Auto das ein paar Fache aushalten. Also wenn ein Auto steht und nicht fährt, könnt ihr zu zweit, zu dritt auf dem Dach mit so einem Dachzelt ohne Probleme schlafen. Ich denke, bei mir sind es so ca. 500 bis 600 Kilo, was das Dach aushalten würde. Bei der Fahrt aber allerdings nicht. Das heißt, ich werde sowieso nicht eben oben schlafen, während Bettina fährt oder so. Geht ja gar nicht. Aber nur, dass ihr wisst, warum das auch funktioniert, weil viele, die sich noch nicht auskennen damit, die fragen mich das dann auch immer. Ja, und in den nächsten paar Monaten, Wochen wird das Dachzelt eben mein ewiger Begleiter sein. Ich werde mit Bettina zusammen öfters auch mal ein paar Touren machen und wir werden dann auch öfters im Dachzelt schlafen. Ja. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Dachzelt, dann einfach hier in die Kommentare einfügen. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Außerdem kommen noch ganz, ganz viele Outdoor-Dinger dazu, also mein ganzes Equipment. Ich habe eine Powerstation von Sodoki oder Sodaki, ja, 500 Watt mit ja, Solarzellen, die ich euch auch zeigen möchte. Die ist dann innerhalb von 4 Stunden bei gutem Sonnenlicht geladen und ich kann damit mein MacBook zum Beispiel 3-4 Mal laden und auch meine ganzen Sony-Akkus oder GoPro-Akkus damit laden. Also das funktioniert alles sehr, sehr genial und spitze. So, und jetzt kommt hier eine ganz große Fahrradtruppe. Ja, die waren ein bisschen neugierig, haben auch mich ausgefragt wegen dem Dachzelt. Was vielleicht noch wichtig sein könnte, eben die Frage wurde auch gerade gestellt, wie lange brauche ich das Dachzelt aufzubauen, alleine, ohne dass mir eine erwachsene Person hilft? Circa Aufbau 10 Minuten,
Abbau ca. 15, 16 Minuten, sowas um den Dreh rum. Und ich habe das Zelt erst zweimal auf- und abgebaut. Ich denke, mit der Zeit wird man auch ein bisschen schneller, hat ein paar Handgriffe drin. Und ich denke, das ist alles im grünen Bereich. Ja? So, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Murat. I remember the day when we started talking. We were kids and I knocked down all of your marbles. But you did not seem to mind at all. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you said was listen. A bit in my heart, your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. It came